In meiner Jugend hatte ich einen Traum. Ich wollte eigentlich Weltmeister der Skispringer werden. Und das hier ist die erste Schanze, auf der ich je gesprungen bin und trainiert habe. Man kann hier etwa 50 Meter weit fliegen. Und ich war allen Ernstes daran, eben fest zu trainieren und in die Nationalmannschaft zu kommen. Nur ist dann mein Freund, mit dem ich damals trainiert habe, mein Bester damals, sehr schwer verunglückt, fast ums Leben gekommen. Und das war so schockierend, dass diese Karriere abrupt dann ein Ende hatte. Und von da an war für mich eigentlich klar, ich könnte nur Filme machen. Aus diesem sehr intensiven Wunsch, selbst Weltmeister zu werden im Skispringen, hat sich dann später ein Film ergeben, und zwar Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner. Ein Film, der mir sehr, sehr nahe am Herzen liegt. Dies hier ist der zweifache Weltmeister im Skifliegen, der Schweizer Walter Steiner. Jemand wie er zu sein, ist bis heute noch mein Traum.